Willkommen zu einer neuen Runde Splatoon Online, beziehungsweise Revierkampf, aber wie seht ihr, wir sind schon wieder hier in dem, ja, Squid Labs. Es gibt nämlich eine neue Waffe, und zwar den Fernblaster. Ich zeige dir auch mal so ein bisschen hier, so gucken, ob wir näher rankommen. Ganz langsam suche einmal rum. Das ist diese Waffe des Begierden, des neuen Updates. Also optisch her sehr geil. Schusstechnisch, ne, hier so wie diese Blaster, die kennt man ja auch aus dem Story Mode. Machen so eine kleine Kugel, so eine Mini-Rakete. Und nicht wirklich viel Schaden, wie es ist. Also man braucht schon wirklich zwei Schüsse. Oder man ist richtig wie so eine Shotgun ganz nah dran. Tintenverbrauch finde ich jetzt, ist jetzt auch nicht gerade so wenig. Ne? Also, wie viele Schüsse hatten wir jetzt? 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 6 Schüsse. 6 Schüsse ist jetzt auch nicht so das Wirkliche. Gucken, bei den Bossen. Wirkliche Ziele. Genau, mit dabei ist natürlich noch hier einmal. Komm, hier einmal Tinte drunter. Die Haftbombe. Ne? Ist ja nicht so wirklich das Wahre. Aber für einen Revierkampf würde ich die sagen, okay. Wenn man wirklich so auf Nahkampf-Action steht. Alleine auch deswegen manchmal ist es schon echt gut. Ja komm, lass es regnen. Also, ne, der kann schon echt nervig sein, dieser Regensturm. Und für Nahkampf seht ihr ja wirklich, ist die Waffe echt ideal, wenn man trifft. So, aber wir wollen ja wirklich hier lang genug geschnackt. Wir werden uns jetzt gleich in der nächsten Runde in einem Revierkampf sehen. Wenn es euch bisher gefallen hat, diese kleine kurze Info über diese neue Waffe, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich in der nächsten Runde. Bis denn. Willkommen zu einer weiteren Revierkampfrunde. Wir sind in der Störwerft und wir sind im Team Blau gegen Gelb. Gut. Mit dabei, wie ihr seht hier, ich habe die neue Waffe ausgerüstet, den Fernblaster. Ja. Und ich habe so das Gefühl, dass diese Runde wird nicht so gut laufen. Aber nichtsdestotrotz gehen wir natürlich wieder alles. Komm schon. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr mit den Haftminen arbeiten. Vielleicht ist ja das hier so die Taktik eigentlich für den ganzen. Ich weiß nicht, wie man damit mit dem hier richtig gut arbeiten kann. Also, ich möchte hier, wie ihr seht, kaum Tintenschaden oder bedeckt kaum Fläche. Deswegen, also der Fernblaster ist meiner Meinung nach eine Waffe, die man eher im im 1:1 Kampf oder sowas verwenden würde. Aber nicht hier so im Revierkampf. Im Revierkampf ist der nicht wirklich geeignet, hier sehr. Komm schon, geh weg da mit deinem. Da hat er mich noch kurz bevor ich den Ulti hatte. Der Schuss, Kuss, Puss. Wie auch immer. Gut, da haben wir jemanden eigentlich. Ich glaube, wir müssen wieder. Okay, da ist ja genau in unsere Kugel reingesprungen. Der gute Herr DC Finn. Ninchen. Den Namen habe ich auch irgendwo schon mal gehört. Kann mir nur nicht richtig zuordnen. Ich muss sagen, wir sind so ein bisschen im Nachteil hier. Also ziemlich schlechte Runde. Also wie ihr seht, also im Nahkampf ist diese Waffe echt heftig. Wirklich heftig, weil es ist wie so, als ob man mit einer Schrotflinte auf jemanden schießt. Ja, Tintenverbrauch ist auch nicht so gerade als Waffe. Okay, der Kampf da oben. Gucken wir mal oben nach. Ja, sieht schon nicht gut aus hier. Eieieiei. Ich hoffe, die anderen sind wesentlich besser dran. Ach, komm schon. Okay, wie ihr seht, also mit der Waffe, mit der kann ich mich nicht anfreunden. Also, es ist nicht so meins. Also passt nicht zu dem
Stil, wie ich spiele und auch nicht zu dem ganzen Konzept von einem Revierkampf. Was ich schade finde. An sich bestimmt eine gute Waffe, wenn man so in 1:1 kämpfen oder Ligakämpfe, wo man wirklich gezielt auf die einzelnen Spieler losgehen muss. Da wird die Waffe bestimmt gut ankommen, aber Revierkampf, Leute, lasst die Finger davon. Nun gut. Ja, Baba94, Invite, Pikachu, ne? Wissen wir Bescheid. Wenn ihr euch hier rechts in der Tabelle wiedererkennt, lasst einen Daumen hoch da oder wenn der Kampf euch gefallen hat, ebenfalls. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis dann. Willkommen zu einer neuen Revierkampfrunde in der Palmod Academy. Wie ihr seht, wir haben das Glück, wir sind wieder in Sloughing-Farben. Während der Gegner einem unglaublichen Babyblau entgegenstrotzt. So, wir werden erstmal gucken, dass wir hier... Warum wirfst du den dann da vorne hin? Warum wirft man den Sprungpunkt nach vorne? Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich hätte den versucht, rüber bei den Gegnern rüber zu werfen. Bessere Taktik gibt es doch eigentlich gar nicht hier. Naja, wahrscheinlich wollte er einfach nur die Punkte einkassieren. Das kann man auch gut vorstellen. Zeit zu platzieren bringt ja auch schon Punkte. Komm. Ja, verkackt würde ich mal sagen. Also nicht wir, sondern der es gezündet hat. Sowas schmeißt man nicht gleich auf den Dings hin, ey. So. Einigermaßen gesichert. Hier ist auch. Wo war er denn? Ach, okay. Scharfschütze da oben. Die Zielelite. Ja, dann Hut ab, Level 30er. Hut ab. Aber wir können uns ja nochmal von hinten antickern. Ich glaube, das wäre auch noch eine kleine Option. Quasi an dem Scharfschützen vorbei. Gucken, ob wir diesen Sprung hier schaffen. Nein, natürlich nicht. Ob der das schafft. Es ist doch nicht wahr. Ah, Lisa. Was zur Hölle wird das denn hier? Hier in meinem wunderschönen Bereich rein, ey. Ah ja, Nachmacher hier, Nachmacher. Na, ist ja egal. Ist noch nicht schlimm, nur nervig. Auch nur die Hälfte hier ausgemalt. Die sind sehr gut, das muss man dir mal lassen. Also echt Hut ab, Leute. Also jetzt vom gegnerischen Team. Das war nicht so gut vom gegnerischen Team. Aber so im Gesamten die Leistung von denen nicht schlecht. Hut ab. Komm Leute, nicht den Kopf hängen lassen. Man kann auch mal verlieren. Deswegen, wenn ihr euch hier rechts in der Tabelle wiedererkennen solltet oder euch dieser Kampf gefallen hat, lasst ein Abo da oder einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde auf jeden Fall. Nachdem wir diesen neuen Effekt erst so gut hatten. Okidoki. Bis denn. Willkommen zu einer weiteren Revierkampfrunde hier in der Palmod Academy. Was haben wir denn wieder für eine Farbe? Wir haben dieses Helm. Diesmal sind wir auf der anderen Seite. Auch nicht schlimm. So, gucken wir. Ben. Wir haben zweimal den Disperser dabei.
haben wir einen Doppelplatscher und einen Einfachplatscher. Drei Bohrmaschinen und zwei Trompeten, könnte man sagen. Ja, der Gegner. Also, der Gegner hat auch eine interessante Waffenaufstellung. Mal gucken, welche davon erfolgreicher sein wird. Ich denke mal, so vom Gefühl her würde ich sagen. Oder komme ich her, der Gegner? Von den Waffen, aber an sich her würde ich auf uns setzen. Ja, einfach Disperser, ne? Die Disperser, die können es reißen, wenn man damit umgehen kann. Wenn ich mal so rüber gucke. Okay, die verschatzen sich in dem eigenen Bereich. Ist nicht so sinnvoll. Vor allem, wenn man guckt, wie groß der Bereich eigentlich ist, den man punkten kann. Ja, wir müssen so viel wie möglich einfärben. Es nützt halt nichts, dass wir hier hinten so viel sind. Aber wenn es sonst keiner macht, ist es Punkteverschwendung. Ja, läuft. Schnell rüber. Noch ein bisschen Fläche mit nutzen. Hier wieder jemand schlampig gearbeitet, um es mal so radikal zu sagen. Quasi Punkte verschenkt. Hier ein bisschen Weg frei. Nach Korn schon. Also innerhalb von den 30 Sekunden, Leute, könnt ihr auch nochmal die gegnerische Basis mit komplett einfärben. Wenn ihr gut seid. Das hier so aber seht, denke ich mal eher nicht. Hälfte der Punkte vergessen. Knapp, aber ist es mal wieder diese Inklulu. Aber es hat gereicht. Okay, es war ja auch offensichtlich, die haben sich ja nur in ihrem eigenen Bereich verschanzt. Von dem her, wenn ihr euch hier rechts wiedererkennen solltet oder euch der Pack gefunden hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dann. Willkommen zu einer weiteren Replikkampfrunde hier in der Permod Akademie. Und diesmal, gelb. Wir dürfen den Gelb antreten gegen Blau. Wir sind schon wieder interessante, sage ich mal, Nicknames dabei. Gamer Tags. Wie auch immer man das bei Nintendo jetzt nennt, mittlerweile. Gucken wir mal, ob diese Runde sich bessern wird als die letzten beiden. Es ist auf jeden Fall wieder eine sehr interessante Waffenkonstellation dabei. Zwei Disperser, ein N-Zap und das Airbrush Minigun. Und beim Gegner Airbrush Minigun, Blaster. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Fern- oder der normale Blaster ist. Oder ob das sogar eine der Gallons ist. Und zweimal der Kalligraph. Also, ich denke mal, die werden schon versuchen, sehr aggressiv offensiv zu spielen. Also vor allem die Kalligraph-Leute. Die gehen ja meistens ab wie Schmitzkatze. Also, müssen wir mal gucken, ob wir da noch Schwierigkeiten haben werden. Sind die denn überhaupt da hinten? Und hier haben sie schon wieder die Hälfte vergessen. Ja, Hauptsache nach vorne stürmen, Leute, ne? Hauptsache nach vorne stürmen. Da sind ja die meisten Punkte, ne? Nämlich nicht. Ah.
Das sollte hier für den Bereich hier erstmal das gewesen sein. Wenigstens einer, der mitdenkt. Ne, Mrs. Wild. Oder eine. Man will ja hier nicht diskriminieren. Splatoon gibt es ja auch viele Frauen, die spielen. Ja, nicht so mal so wie bei den anderen ganzen anderen Ballerschinken, wo fast nur 90% männlich spielen. Klingt jetzt komisch, ist aber leider so. So, jetzt wollen wir mal gucken. Anscheinend kommen die nicht aus ihrem Startbereich raus und hier wurde schon ein bisschen rumgemalt. Sehr gut. Na, würde man sagen, keine Chance, Leute. Außer die gehen hier rum. Was aber nicht der Fall ist. Ja, an der Stelle würde ich auch von Panik ausbrechen, wenn schon der eigene Bereich komplett gelb ist. Vor allem, wenn das passiert. Ja, Panik. Jetzt würde langsam mal Panik aufbrechen. Ja, die Runde ist eindeutig verloren. Ja, die machen hier nur Schadensbegrenzung. Leute. Es tut mir echt leid für die, dass man so weggeschnetzelt wurde. Also wirklich weggeschnetzelt. Ne? Aber trotzdem. Hut ab, dass sie es durchgezogen haben. Wir waren halt die Besseren. Deswegen, wenn ihr euch hier rechts wieder erkennen solltet oder euch der Kampf gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Willkommen zu einer weiteren Repikonf-Runde. Wieder auf der Perlmutter Akademie. Diesmal ins Loffington Farm. Sehr gut. Sehr gut. So, gucken wir ja nochmal einen Blick auf die Konstellation. Wir haben drei Doppelkleckser. Und natürlich wir selbst als Disperser. Was ist denn beim Gegner? Einmal zwei Doppelkleckser. Ein Minigun Airbrush. Und ein Roller. Ja, gibt's auch gar nicht. Doch, beim Roller. Nun, ich denke mal, das wird, ja, diese Dreier-Doppelkleckser, das ist so ein bisschen irritierend, man kann die schlecht immer einschätzen. Wenn die Leute gut sind, damit umgehen können, dann wird das sehr schnell auf unserer Seite ausgehen und genau wie in die letzte Runde aussehen. Können die es nicht, ja, dann ist es genau andersrum. Dann werden die hier bei uns Party machen. Ich glaube, dann werden wir nicht rauskommen aus unserem eigenen Startbereich. Können wir mal einen Blick rüberwerfen und ich würde sagen, wir müssen mehr üben, uns mehr anstrengen. Gucken wir mal, ob wir vielleicht irgendwie so von der Seite uns ranschleichen können, so wie der da. Wir müssen es ja nur schaffen, in deren Bereich zu kommen und ein bisschen Panik zu stiften. Das würde ja schon theoretisch reichen, wenn wir da Panik stiften können. Gionka Jens. Ja. Joyom und Gim. Zwei französische YouTuber nicht, aber Streamer, Twitch. Streamer. Ich weiß nicht, sagt man das dazu? Auf jeden Fall sind das Streamer und eigentlich ganz gute. Wirken sehr sympathisch, haben wir mal angeguckt, ein paar Folgen von denen. Ne? Gruß nach Frankreich, nach Paris. Oh mein Gott, warum? Ach, die haben bestimmt hier nur was hochgeworfen. Das sind bestimmt diese hier Raketen gewesen, Schwarmraketen. Ach ja. Wir könnten das hier noch drehen. Habe ich eben was von drehen gesagt? Nein, ich glaube, das war ein Irrtum, dass man dieses Wort drehen gehört hat. Da kommt 30 Sekunden, da kann man noch ein bisschen Chaos bei denen da hinten stiften.
Aber nur so ein bisschen. Komm. Okay, die haben ihren Startbereich noch nicht mal ausgemalt. Ja, das ist ja echt bitter, wenn man 2 Sekunden vor sein vor dem Ende nochmal schön eins auf die Klatsche geht. Och, Leute, da lasst ihr euch so von die 3,5%. Nun gut, wenn ihr euch hier rechts in der Liste wiedererkennen solltet oder euch der Kampf gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis denn.